Wenig Rauch und wenig Salz, aber viel Zeit zum Reifen. Das macht den Merano Speck zu einer einzigartigen Spezialität. 1989 gründete Inge Rauchs Ehemann Albert das Unternehmen. Mein Mann hatte immer die Idee, dass er auch wegen seinem Namen Rauch immer etwas machen wollte, und zwar immer schon Speck, der mit Rauch zu tun hatte. Und gab sich die Gelegenheit, wir kannten hier jemanden auch vor Ort, wir waren immer fasziniert von den Menschen, von der Gegend, von der Luft, Landschaft. Mein Mann war Metzger und der damalige Kompagnon, der war Produktionschef, und mein Mann war auch Verkäufer. Und da hat sich das eigentlich so ergeben, dass er gesagt hat, warum soll nicht ein Deutscher, alle sprachen hier Deutsch, da war das noch nicht so, wie es vielleicht heute ist, dass es so zweisprachig war, sondern die Bevölkerung war ziemlich traditionell und sprachen alle Deutsch und auch sehr deutsch verbunden. Und was lag da näher, als hier eine Fabrik zu bauen, dass das auch ein Deutscher machte, dass der sich auskannte mit Produktion, mit Fleisch. Und mein Mann war einfach sicher, dass er was Gutes produzieren wollte. Albert Rauch fiel auf, dass in Deutschland nur wenig Speck ohne Schwarte produziert wird. Er setzte seine Idee um und wurde einer der Vorreiter in diesem Gebiet. Die in Deutschland, die Verbraucher möchten alles fertig haben. Also die möchten sich nicht verletzen. Die Schwarte ist sehr schwer abzumachen, auch die Verkäuferin. Und da muss alles schnell gehen und da muss das auf die Maschine gelegt werden. Und wir haben das Risiko der Verletzung weggenommen, indem wir hier in der Produktion industriell entschwarten. Die Deutschen haben traditionell gerne sehr dünne Scheiben. Sie belegen also lieber 3-4 dünne Scheiben, wie ist das auch traditionell auf Brot und auch zu Spargel. Und da wird der Speck in Deutschland sehr dünn geschnitten. In Italien ist es auch hier besonders die Tradition in Südtirol, den Speck in dicke Scheiben zu schneiden und dann praktisch so zu teilen, so eine Art Brettelspeck, und dann aufs Brot zu legen, als Brotzeit. Und wie genießt die Unternehmerin am liebsten ihren Speck? Ich bin natürlich auch mit einem Herzen bin ich Südtiroler, Südtirolerin, und ich bin aber auch Deutsche, und meine Essgewohnheiten sind deutsch. Sehr dünn geschnitten auf Brot und zu Spargel. Das ist eigentlich für mich wie ich am liebsten Speck esse. Inge Rauch erkennt ihren Speck an dem besonderen Geschmack. Zu verdanken ist dieser der Naturreifung. Nach alter bäuerlichen Tradition wird der Südtiroler Speck im Durchschnitt 22 Wochen in reiner Bergluft gereift. Wir haben eigentlich das Glück, dass wir in einem zauberhaften Tal, das Finchgau, leben. Dort eigentlich immer starke Bewindungen sind. Und da eigentlich, sagen wir, über 250 Tage immer schönes Wetter oder für unsere optimalen Voraussetzungen sind. Deshalb. Und wenn wir mal sehen, dass das Wetter nicht so ist, dann lassen wir die Tore zu. Die ideale Temperatur für die Naturreifung liegt zwischen 5 und 20 Grad und soll die Luftfeuchtigkeit von 70% nicht überschreiten. Die Natur ist somit der Hauptfaktor für guten Speck, und darum will die Familie Rauch genau dieser etwas Gutes tun. Wir wollen nicht nur nehmen, wir wollen, sagen wir, auch etwas wieder zurückgeben. Merano Speck hat sich verpflichtet, vor vielen Jahren ökologisch zu sein. Und da gehört auch die Photovoltaik-Stromerzeugung selbst dazu. Wir haben eine 400 Kilowattstunden Leistung hier. Das heißt, wir können im Jahr 250.000 Kilo CO2 einsparen. Und die ökologische Verpackung ist das, wir haben da jetzt 70% Papier und 30% nur mehr Plastik. Das heißt, jetzt diese Verpackung kann man somit auch in den Papiermüll entsorgen. Verpackt und verkaufsfertig wird der Südtiroler Speck GGA größtenteils am italienischen Markt vertrieben. 30% wird nach Deutschland exportiert. Derzeit pendelt Inge Rauch zwischen Essen im Ruhrgebiet und Südtirol. Von Ruhestand will sie nichts hören, denn ihr Ideenreichtum ist noch lange nicht ausgeschöpft.